Hallo, und da sind wir wieder. Schleichend. Und gefährlich im Büro von Jeremiah Fink. Tja, um die haben wir uns auch gekümmert. Da läuft jemand mit der Kiste herum. Was haben wir hier? Lockpicks nehmen wir natürlich auf. Who's out there? You can't hide forever. Wie konnte der mich denn überhaupt sehen? Gehen wir mal in den Modus. Hui! Ich weiß immer nicht, ob das dann zählt, wenn wir die so ausschalten. Gar nicht kommen gesehen, wir haben es geschafft. Sehr schön. Die ganze Geschichte. Jetzt hören wir nochmal Daisy an. There's a war coming. You can smell it in the air. Fear. Hatred. People dying every day. But how many more will suffer if we rise up? Violence begets violence, I know this. I've seen this. The rational mind argues for a peaceful solution, to find a common ground, but what common ground is there to find for a father who watches his child bleed out in the street? How do you deny him his vengeance? I know that fire that burns deep inside. I know it all too well. And when the time comes, will I be able to stay the hand? Mir scheint, das ist glaube ich der Aufzug, mir scheint es gerade so zu sein, dass eigentlich Daisy Fitzroy gar nicht so böse ist, war, sondern dass sie einfach nur gehandelt hat, um das alles, eintreffen zu lassen, was eben die Lutests hier sozusagen aufgetragen haben. Kurzer Blick hier wird uns verraten, dass es hier sicher ist. Was ist das? Ein Dollarbill. One Dollarbill, eine Ein-Dollar-Note. Hier gibt's aber gar kein... Hier, dieses Kriegsding. Das würde ich gerne benutzen, aber das geht halt leider nicht. So, ich glaube, wir brauchen den sowieso nicht. Ich mach das mal so. Her damit. Eine Garantie? Wer hat Zeit für den ganzen Papierkram? So, und weil es so schön ist, lesen wir natürlich schnell nochmal hinterher, was denn die gute... Fitzroy eigentlich gesagt hat, da gibt es auch noch zwei Verbesserungen. Ja, es wird einen Krieg geben. Man kann ihn schon förmlich riechen. Angst, Hass, jeden Tag sterben Leute. Aber wie viele werden noch fallen oder leiden, wenn wir uns erheben? Gewalt erzeugt mehr Gewalt. Das weiß ich. Ich habe es erlebt. Der rationale Geist strebt eine friedliche Lösung an. Er versucht, eine gemeinsame Basis zu finden. Aber wie soll ein Vater eine gemeinsame Basis finden, der zusehen musste? Wie sein Kind auf der Straße verblutete? Wie soll man ihm seine Rache verwehren? Ich kenne das Feuer, das in ihm lodern muss. Ich kenne es nur allzu gut. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich beherrschen können. Das ist eine Frage. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich beherrschen können? So. Das werden wir herausfinden, meine gute Daisy. Daisy! Daisy Z. Jeremiah Fink. Privaträume. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt mal waren in seinen Privaträumen. Scheint bis jetzt alles sicher zu sein. Die Uhr schlägt langsam. Verdächtig. Wir gehen hier runter. Da können wir links und rechts rein. Das ist dieselbe Uhr, die wir gesehen haben, ganz am Anfang. Es gibt drei Wege. Work, Leisure und Sleep. Think. Oh Gott. Sleep. Also Fink ist ja hier schon... A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off?
No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We just gotta find that. Aha! Jetzt können wir. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. You know, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Jetzt können wir hier ein bisschen an der Uhr drehen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Es ist voll wenig Schlafenszeit. Prayer. Prayer. Leisure. Und Work. Also beten, ganz wenig schlafen und ganz viel arbeiten. In so einer Welt möchte ich nicht leben. Ich glaube, ihr sicherlich auch nicht. Und wir brauchen wirklich dieses Ding. Ob wir das im Dortorium finden, im Schlafraum, in den Schlafräumen. Das haben wir dahingestellt. Na, dann nehmen wir doch vielleicht den Silver Eagle mit. Seltsam, dass es hier dieselbe Währung gibt wie auch dort. Wessen Schlafraum ist das denn, bitteschön? Our current state of being, or lack thereof, has left my brother unfulfilled. The biological urge to leave one's mark is strong. And it is not an impossibility. We could instantiate ourselves back in Columbia. Return to an old life for the possibility of creating new. But we died in that world. Returning would mean giving up part of us. Ourselves. We'd become flesh and all that it is heir to. The mysteries of the universe would become once again mysteries. Tja, wahre Worte, wahre Worte. Wenn ihr überall es ticken. Wessen Bett ist das? Ist das das allgemeine Arbeiterbett oder was? So wirkt es gerade auf mich ein bisschen, deswegen keine Ahnung. Aber wir lesen mal kurz, was die gute Lutess zu sagen hat. Unser derzeitiger Zustand oder das Fehlen desselben hat bei meinem Bruder zu einer Leere geführt. Der biologische Drang, Spuren zu hinterlassen, ist stark und es wäre nicht unmöglich. Wir könnten uns wieder in Columbia inkarnieren. Zum alten Leben zurückkehren, um Neues erschaffen zu können. Aber wir sind in dieser Welt gestorben. Zurückkehren würde bedeuten, einen Teil von uns aufzugeben, uns selbst. Wir würden wieder fleischlich werden, mit allen Folgen, und die Geheimnisse des Universums wären uns wieder verborgen. Tja, was macht man da? Leben oder in diesem komischen Geisterzustand sein? Wir können das Feuer nicht löschen, Entschuldigung. Wir brauchen nur immer wieder mehr Eve und mehr Eve. Das ist voll naiv. Und wir nehmen natürlich den Uhrenschlüssel. We've got the clock key. Na, noch keine Gegner, die aus dem Nichts kommen. Stell die Uhr. Wir werden die Uhr stellen. Wir werden sie nämlich jetzt erstmal zu Prayer richten. Zu gucken, was uns da erwartet. Falls wir das überhaupt können. Gucken, was uns hier erwartet. Ich würde es gerne wissen. Prayer. Die Gebete eines Wahnsinnigen. Wo kommen wir denn da hin? Die Steintreppe hinunter. Natürlich schleichen wir hier runter. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Erinnert sich jetzt gerade an den Anfang von Columbia? Die Gründerväter. Ich frage mich gerade, ob. Ist das. Sind das Finks Privaträume? Abel. Prophet. Untold. Prophet. Fähiger Prophet. Ungesagter Prophet oder sowas in der Art. Hier stehen überall irgendwelche Sachen hingeschmiert. You old... Was? Skyster? Sure to impress the... Raps? Tubes? Ich weiß, ich kann das die Schrift nicht gut lesen. You give the sales pitch. I will provide the snake oil.
Irgendwas von Schlangenöl. Was auch immer. Tja, hier gibt's nicht viel außer Zigaretten, aber wir brauchen ja keine Zigaretten. Wir rauchen ja keine. Weil ist ja gesundheitsschädlich. Das ist ein Portemonnaie, was wir aber nicht aufnehmen können. Hier hat er sich scheinbar zugesoffen und gebetet. Bin ich mal gespannt, wie, was er für Freizeit genossen hat. Mehr war da ja gar nicht drin. Drehen wir weiter in der Uhr. Zeit, ein bisschen Freizeit zu haben. Bevor es zur Arbeit geht. Okay, sein Freizeitraum ist ziemlich klein. Wein trinken. Kinectoscope sized from the graveyard shift bar. Was sehen wir denn hier? Das alte Ding. As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. For the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we are all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Ja, ja, ja. Da waren übrigens ein paar ziemlich grausame Bilder dabei. Wer sie kennt und sowas. Cost Evaluation. Why incredible drinkable plasmid require 10 times the atom that in gadgetable do injectables are the clear economic choice. Repacking will result in significant atom usage saving. Okay, die haben scheinbar diese Plasmide gesehen und haben das umgearbeitet. Und es von injizierbar scheinbar in trinkbar umgewandelt. Notes, das kann man jetzt nicht lesen. Wenn ihr es lesen könnt, sagt, was ihr da gelesen habt. Ich höre mir nochmal das Voxaphone von Finkels hier an. Sea slugs. Goddamn sea slugs. Schnecken. Could that Oriental have come up with a more inconvenient fuel for his plasmids? If there is a god, and I've seen more evidence to the contrary than in support, you'd think he'd have put Adam into the belly of a nice little seagull or crow. The cost of all these underwater expeditions are murdering my margins. Er hat irgendwas von Adam erzählt. Ich lese nochmal schnell nach. 11. Juni 1912. Meeresschnecken, verdammte Meeresschnecken. Hatte diese fernöstlichen Typ nicht etwas Praktischeres als Quelle für seine Plasmide finden können, wenn es einen Gott gibt? Und ich habe bisher mehr Hinweise gesehen, die gegen diese These sprechen, als dafür. Dann hätte er Adam doch eher an dem Bauch einer netten Möwe oder Krähe gesteckt. Die Kosten für die ganze Unterwasserexpedition sind Gift für meine Gewinnmarge. Tja, scheinbar bezieht er sein schönes Adam aus Seeschnecken. Der liebe Sejong. Und Fink? Tja, für den ist das natürlich schwer. Im Himmel sowas zu erzeugen. How to get that idiot his lock of hair. Ah, leck mich doch. Ich drück immer nach unten statt nach oben. Ich will doch nur wissen, wo ich hingehen soll. Elevator to the laboratories. Laboratories. The laboratories. Welcome to the laboratories. So, wir fahren hinab. Gucken uns natürlich. Wir wollen ja nicht gesehen werden. Kommt jetzt eine Sequenz, die wir schon gesehen haben, oder ist die ein bisschen anders? Schick.
Listen, I got you your gun. I'm here for my issue. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. Oh. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause. A story to tell. Lustig. Wir haben uns selbst gesehen. Die Szene, als wir mit ihr noch telefoniert haben und danach. I miss you. Oh. You were the only one who ever. You were my only friend. Und Vater. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Ja, das tut er ganz bestimmt. Und das ist... Du bist doch seine Tochter, seine liebe Kleine. Finde die Haarprobe. Ja, eine sehr bescheidene Quest für eine nächste bescheidene Folge. Wir haben ja gerade hier an der Uhr gedreht, deswegen beim nächsten Mal Haare sammeln. Bis dann.